hi. Ich habe euch gar nicht gesehen. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Shirin David und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr wisst, wohne ich seit ungefähr einem Jahr hier in Berlin und voll viele von euch fragen mich, wo gehst du gerne hin? Shirin, wo hängst du? Wo gehst du gerne pfeifen? Und deswegen dachte ich mir, ich zeige euch heute meine 5, 7, 8, 9, 10 Lieblingsspots hier in Berlin, wo ihr wirklich gut essen könnt, wo ihr wirklich gut hängen könnt. Und es kann sein, dass ihr mich ab und zu dort trefft. Und der Tag beginnt ja bekanntlich mit dem Frühstück. Und deswegen zeige ich euch jetzt das geilste türkische Frühstück in ganz Berlin. Also, wir befinden uns in der berühmt-berüchtigten Schlüterstraße. Und hier ist mein Lieblingsfrühstückstürke und generell auch eigentlich mein Lieblingstürke, muss ich sagen. Hier drüben ist ja Baba Ngora, die weiße Tischdecken. Der Service ist exquisit. Kommt mit rein. Hi, wie geht's? Oh, Emre Bey, was machst du denn hier? Hi, wie geht's? Gut, wie geht's dir? Danke, herzlich willkommen. Vielen Dank. Also, bester Service in Berlin, das ist Emre, sein Laden. Also Familienbetrieb, sein Papa gehört der Laden. Genau, ich betreibe den Laden. So. An alle meine Geschäftspartner. Es wird wahrscheinlich so sein, dass ich euch immer hierher bringen würde, ja? Irgendwelche Meetings, Business Talk und was auch immer, wird immer hier vollbracht. Ich bringe hier wirklich jeden her und jeder weiß, wenn er zu Shirin kommt nach Berlin, wird er hier mit mir Business Talk führen. Und falls mich irgendein Boy hier ausführen will, kannst du knicken, weil hier kennt mich jeder und ich kann hier nicht mit irgendeinem Date hinkommen. Auch wenn die Kerze sehr romantisch ist. Frischer O-Saft. Ein überkrasser O-Saft. Türkischen Tee darf nicht fehlen. Vielen Dank. So, fangen wir mal an. Ich. Die gemischte Frühstücksplatte. Salatbeilage. Blätterteigröllchen mit Weichkäse. Menemen, was du so feierst. Das ist das beste Menemen, was ich jemals gegessen habe. Nicht mal in der Türkei so krass. Jetzt kommt das Highlight. Ja, das Highlight. Achte, guck. Sucuk darf auch nicht fehlen. Gegrillt in Scheiben. Und das Beste. Kommt zum Schluss. Das frische Brot. Können wir mal bitte über dieses Brot sprechen? Das hier ist Wolkenbrot. Und das ist so frisch. Man muss schnell essen, oder? Schnell, muss noch warm sein. Einfach. Damit es schön weich und saftig ist, ja? Sucuk ist immer saftig und... Und natürlich zum Schluss kommt immer Dessert. Das ist ihr Lieblingsding. Türkische Sahne mit Honig. Türkische Mortadella-Wurst. Das ist so türkische Schinken. Schafskäse, Mozzarella, Gouda-Käse, unsere schwarze Olive. Die sind so krass. Genau. Und Frischkäse. Das ist ja schon alles überkrass, aber das, was jeder hier über alles liebt, die Kartoffelchips. Die sind so knusprig, so knackig, so sehr gewürzt. Gut gewürzt. Da ist genau. So viel Liebe drin. Wenn ihr die esst, ihr werdet einfach sterben. Also Leute, und das werde ich alles ganz alleine verspeisen. Also Menemen müsst ihr essen. Das ist so krass. Das ist einfach zu krass. Normalerweise ist die Portion größer, aber weil ich ja heute alleine bin, das muss reichen. Zu krass. Ich bin aktuell ja sehr hungrig und ich will eigentlich alles essen. Ich darf aber nicht alles essen, weil wir gleich zu den nächsten Spots fahren werden. Natürlich habe ich das Ganze hier nicht nur alleine gegessen. Mein Team hat ordentlich mitgefrühstückt und ordentlich mitgespeist. Aber jetzt gehen wir weiter und gucken uns an, was noch so kommt. Wenn ihr wüsstet, wie voll mein Bauch ist, auf geht's zum nächsten Spot. Hallo! So, wir sind jetzt beim besten Döner auf der ganzen Welt. Und ich bin Hamburgerin und ihr wisst, ich bin Hamburg Represent. Aber dieser Döner ist der Motherfucker. Dieser Döner ist der Vater von allen Dönern. Ich bin schon richtig aufgeregt. Okay, wir sind hier in der Kantstraße bei Sultan und ich liebe, liebe, liebe diesen Döner über alles. Hallo! Wie geht's? Gut, danke. Wie geht's Ihnen? Auch vielen Dank. Super. Ich hätte gern einen Döner, komplett Salat, alles ausgeschafft. Also, wenn ihr irgendwas extra wollt, wir haben hier noch Rambo, Justin Bieber und Tina Turner. Und wir haben The Wine, The Wine, That's Me. Den besten Döner der Welt mit meinem Udo da. Guten Appetit! Also wir haben hier frittiertes Gemüse drin mit Schafskäse und dieser Zitrone über dem Schafskäse. Hier sind auch noch ein paar frittierte Pommes drin, richtig? Und diese Kombo, also gerade dieser Schafskäse da oben, das ist einfach überkrass. Und der originale Gemüsedöner kommt übrigens von hier. Also alles, was ihr da draußen seht, das sind Kopien, das sind geklaute Rezepte oder was auch immer. Deswegen, wenn ihr Gemüsedöner supporten wollt, wenn ihr den Ursprung des Gemüsedöners supporten könnt,
könnt, das müsst ihr tun, dann müsst ihr hier Döner essen kommen. Weil glaubt mich, hier kommt jeder hin. Ich sage euch eine Sache, euer erstes Date solltet ihr nicht hier machen. Also wenn ihr euch fragt, woher die runden Wangen kommen, also wenn ihr euch fragt, woher die runden Wangen hier kommen, die kommen vom Döner. Denn Döner macht schöner. Leute, das war's. Ich kann nicht mehr. Mein Bauch wird immer runder. Und jetzt geht's weiter zum nächsten Hotspot. So Leute, ich bringe den nächsten Laden, wo wir jetzt sind, erstmal seine Utensilien wieder. Weil ich bin ein Ast. Wer macht Auge? Hört auf, Auge zu machen! Wir haben ein Problem. Okay, ich bringe dem Laden jetzt erstmal seine Utensilien wieder, da war ich gerade stehen geblieben. Denn ich bin ein asozialer Mensch und esse manchmal gerne im Auto anstatt im Laden, weil ich keinen Bock auf Menschen habe. Also gebe ich erstmal das wieder, bevor ich da anfange überhaupt zu filmen und wir schauen, was es denn in diesem Laden so gibt. Auf geht's! Also, wir sind jetzt, Entschuldigung, ich bin hier. Also, wir sind jetzt in der Windscheidstraße vor Windburger. Und wenn ihr Bock habt auf saftige Burger mit geilen Pommes, vor allem Süßkartoffelpommes, dann kommt zu Windburger. Und wir checken mal aus, was es so gibt. Also, was ich hier persönlich immer bestelle, ist ein doppelter Cheeseburger. Das heißt doppelt Patty mit geilem Käse und Süßkartoffelpommes, weil ich liebe Süßkartoffelpommes über alles. Und wenn ihr Bock habt auf andere Burger, gibt es natürlich auch alles andere. Das hier ist übrigens Rindfleisch, 100%. Hier schaut euch mal an, was ich so esse. Und keine Sorge, Nils hinter der Kamera, er hilft mir. Ich esse das nicht alleine. Aber wie gesagt, ihr wisst, warum meine Wangen so rund geworden sind. Wegen dem Essen in Berlin. Ich war schlanker vor Berlin. Ich schwöre, ich war in Hamburg dünner. Ja, weil da gibt es nicht so viel Essen wie in Berlin. In Berlin kannst du ja dumm und dämlich fressen. Du kannst ja gar nicht aufhören zu fressen. Also kommt hierher mit gutem Hunger. Und falls ihr Diät machen wollt, ihr seid hier falsch. Oder ihr geht zu irgendwelchen veganen Hipsterläden, dann könnt ihr gesund essen. Aber hier nicht. Ich glaube, Essen ist fertig. Also, können wir mal bitte einmal Chormusik haben? Ja, danke. So, das ist ein doppelter Cheeseburger, saftig. Ketchup, Tomaten, Zwiebeln natürlich. Wer Burger ohne Zwiebeln ist, ist kein Mensch. Salat. Und guck mal, wie saftig dieses Rindfleisch ist. Dann haben wir überknackige Süßkartoffelpommes. Und, das konnte ich mir nicht entgehen lassen, wir haben Chili Cheese. Fries mit einer saftigen Käsesoße. Hat einer Hunger? Ich auch. Jesus Christ. Aber hier mit einem Jungen zu essen, ich weiß nicht, wie geil das ist. Mmh, Baby. Mmh. Und falls ihr euch fragt, ob Nils hinter der Kamera schon angefangen hat zu sabbern, ja, das hat er. Ich tropfe. Wo? Nein, ich tropfe. Also. Ich habe gegessen, so viel es geht. Den Rest werde ich mitnehmen. Meine Mama freut sich zu Hause. Hoffe ich zumindest, denn es gibt viel für sie. Und das ist Windburger. Also ihr habt gesehen, übersexy, übersaftig, übergut und scheißt auf eure Diät. Und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Hotspot. Und jetzt werden wir rübersteppen und uns vielleicht ein bisschen was Süßes gönnen. Oh! Ich habe 5 Cent gefunden. Direkt vor Wonderwaffel. Hoffler! Wie kommen wir hier hin? So Leute, das ist NRW. Das ist der Vater von Wonderwaffel. Nein, ihm gehört das alles hier. Und bei NRW komme ich immer am liebsten her. Also das ist mein Lieblings-Wonderwaffel. Ja. Hier fühle ich mich sehr wohl. Und manchmal macht er auch ein bisschen länger auf für uns, was sehr, sehr nett ist. Falls wir Filme schieben und nachts um 12 Uhr unbedingt ein Oreo-Shake wollen. Und ich zeige euch mal, was ich immer so bestelle, was meine Lieblings-Eissorten sind und vor allem, was mein Lieblings-Shake ist. Einfach mitkommen.
Also Ender kennt eigentlich meine Bestellung. Er kann auch sagen, so wie immer, und er weiß ganz genau, was ich eh nehme. Genau. Aber für euch erklären wir heute mal, was wir immer so machen. Dann nehme ich immer einen Teller als Base. Also ich wäre nicht schicki, wenn ich keinen Teller nehmen würde. Dann auf jeden Fall nehme ich Erdbeeren, immer Himbeeren und Pfirsiche. Und natürlich Kinderriegel. Und ganz oben Karamellsoße drauf. Vielleicht machen die ja bald eine Shirin-Waffel. Da müsst ihr das alles nicht aufsammeln, ja, sondern die nennen einfach Shirin-Waffel. Das ist meine Waffel. Und dazu nehme ich immer einen Oreo-Shake, weil es gibt den besten Oreo-Shake auf der ganzen Welt nur hier. Dein Oreo-Shake. Boah, das ist so gut. Dankeschön. Also Leute, macht euch keine Sorgen, wenn ihr hier nicht aus Berlin seid. In Berlin gibt es allein 5 Wonder Waffle Stores. In ganz Deutschland zusammen gibt es insgesamt 30 Stores. Also ihr werdet safe irgendwo in eurer Nähe ein Wonder Waffle finden. Wedding ist persönlich mein Lieblingsjahr. Also vielleicht trefft ihr mich hier ab und zu. Kommt vorbei und ich trinke mal zu Ende. Leute, ich weiß nicht, wo das reinpassen soll, aber für mich ist eine Mahlzeit erst komplett, wenn ich ein Dessert dazu hatte. Das hatte ich jetzt. Und weil wir noch nicht durch sind mit dem allen, werde ich jetzt meinen Magen vergewaltigen mit noch mehr geilem Essen. Und ich zeige euch, wo. Also Leute, wir sind jetzt durch mit Wonder Waffle. Ich hatte ein Dessert. Und eigentlich sagt man ja, Dessert kommt zum Schluss. Bei mir war das noch nie so und bei mir wird das nie so sein. Ich esse meistens das Süße immer zuerst, dann eine Hauptspeise und dann nochmal eine Nachspeise. Ja, persisch, litauische Geschmäcker sind halt einfach wild. Jedenfalls fahren wir jetzt zurück nach Kreuzberg. Nicht, dass wir dort schon waren, aber wir fahren einfach zurück nach Kreuzberg und werden dort meinen Lieblingsladen besuchen in dieser Gegend. Und der ein oder andere kennt ihn safe und alle Berliner kennen ihn safe und jeder Berliner muss den safe kennen. Aber ich stelle ihn euch heute nochmal näher vor und in 7,4 Kilometern sind wir da. Also wir sind gerade am Kotti angekommen und hier gibt es das beste Köfte in ganz Berlin mit Abstand. Dazu gibt es immer Ayran, aber ihr guckt euch das Ganze mal selbst. Alles außer scharf. Okay. Und Salat? Alles. Einfach. Ganz viel Zwiebeln. Okay. Außer Salat. Okay. Also ihr seht, mit viel Liebe. Ganz viel Liebe. Okay. Also das hier, meine Freunde, ist ein Stück Brot gefüllt mit Liebe, ja? Ihr habt gerade gesehen, wir haben das geilste, saftigste Fleisch mit überkrassen Zwiebeln, Tomaten und überleckeren Kräutern. Dann hat er noch ein Spezial Gewürz darauf gemacht. Das alles macht das beste Köfte in ganz Berlin aus. Es kommt nicht drauf an, wie knackig das Brot ist. Es kommt auf das Geräusch an. Hört ihr das? Knackig. Das ist eher so, wenn ihr Hunger habt, auf schnelle Welle, ihr wollt was Deftiges. Kein Date. Keine Dates. Das sieht nicht gut aus. Nachdem mein YouTube dieses Video gesehen hat, muss es mir auch scheißegal sein, Alter, mit meinem Date, wie es mich beim Essen angucken kann. Guckt ja eh nicht. Ich hab Kotzkrümel. Ich kann meinen Tisch nicht voll mit Krümel liegen lassen. Ich hab ihn nicht. So Leute, mein Bauch platzt zwar gleich, aber trotzdem hören wir nicht auf. Denn das ist alles nur für euch, damit ihr die besten Hotspots in ganz Berlin sehen könnt. Und wir fahren gleich weiter zu einem sehr besonderen Ort. Ihr wisst ja, dass ich den des Öfteren schon gezeigt habe in meiner Insta-Story. Aber was es gleich ist, werdet ihr sehen. Falls ihr denkt, ich stehe im Halteverbot, ich darf parken. Es ist nach 14 Uhr, okay? Hier gibt es nicht nur eine überkrasse Pfeife, es gibt hier auch noch Sushi. Und ohne zu übertreiben, das Sushi hier ist aber überzeugt euch selbst! Herzlich willkommen, der Laden hat eigentlich noch geschlossen. Das heißt, ich kann euch alles zeigen. Überschicke Einrichtung. Wir haben jetzt die Musik ausgemacht. Normalerweise kommt ich hier rein, ihr seid direkt ihr habt direkt ein Vibe. Alles sieht übergemütlich aus. Wir haben überall goldene, knallige Akzente. Und meistens setze ich mich irgendwo da ganz in der Ecke, chill mich dahin. Wir haben hier einen tollen Bildschirm. Wenn ihr mich irgendwo in Berlin Shisha rauchen seht, dann hier, like a motherfucker. Die Pfeifen sind schon da. Wie ihr hört, wird hier ordentlich geraucht. Also der Laden hier, das wisst ihr bestimmt bereits, gehört Ashkan Dejaga, Kapitän der iranischen Nationalmannschaft. Ich bin halb Iranerin, deswegen supporte ich ein bisschen. Und die 21, warum der Laden 21 heißt, weil seine Nummer die 21 ist. Und draußen vor dem Eingang seht ihr nochmal die 21 in japanischer Schrift. Ashkan ist auch in Teheran geboren und Teheran ist 021, deswegen Trikot Nummer 21. Leute, es geht los, seid bereit für einen schönen Augenschmaus.
Uff. Das hier ist Sushi-Platte Spezial. Das heißt, wenn ihr genau das haben wollt, fragt einfach nach Sushi-Platte Spezial. Und jetzt, meine Freunde, werde ich es mir gut gehen lassen, denn ich freue mich ohne Spaß schon den ganzen Tag auf diese Sushi. Und die Leute, die kein Sushi mögen, ihr könnt hier trotzdem die beste Pfeife ever rauchen. Guten Appetit auf euch, Freunde. Ich mache immer ganz wenig Sojasauce, ganz wenig, so ein ganz bisschen. Mmh. Ich hatte türkisches Frühstück, ich hatte Windburger, ich hatte Superhahn, ich hatte Wonder Waffle, ich hatte Köfte und jetzt sind wir bei Sushi. Und ihr fragt euch, warum ich noch keine Bauchschmerzen habe. Ich habe spätestens jetzt Bauchschmerzen, aber glaubt mir, Leute, das waren überkrasse Spots. Aber einen habe ich noch für euch. Ich habe natürlich das Ganze wieder mit meinem Team zerfetzt. Die haben noch mehr Bauchschmerzen als ich. Ich habe ja zum Glück eine gute Verdauung. Jedenfalls würde ich mal sagen, wir machen uns auf den Weg zum letzten Spot. Kommt auf jeden Fall hierher und in alle Läden, in die ihr geht, sagt, wir kommen von Shirin. Ich habe Bauchschmerzen. Ich habe wirklich richtig... Ich bin so voll. Ich frage mich wirklich, wie ich jetzt... Also Leute, wir sind nach einem sehr, sehr langen Tag bei unserem allerletzten Hotspot hier in Berlin angekommen. Und zwar ist es das Restaurant Shark & Shark. Hier könnt ihr wirklich euer Date mitbringen. Also wenn ihr von allen Spots euer erstes Date haben wollt, dann macht es hier. Ich werde euch zeigen, was hier besonders exquisit ist und was ich besonders hier liebe. Aber den Laden versuche ich mir immer so für besondere Anlässe aufzubewahren. Hier war ich schon mal mit meiner Mama, weil es einfach für mich ein bisschen was Besonderes ist. Und wenn ihr wirklich lecker, schick essen gehen wollt und euch so ein bisschen zurecht macht und euch ein bisschen fühlen wollt und so, dann kommt auf jeden Fall hierher und ich zeige euch das Ganze mal von drin. Sich vorstellen. Hi James. Das ist James. Einer der Inhaber mit meinem Bruder. Also wenn man nicht sieht, dass das Brüder sind, dann weiß ich auch nicht weiter. Also, das Tattoo ist alles gleich. Man muss habt ihr wirklich? Verarscht. Ja. Wirklich? Alles gleich? Nee, außer er trägt Brille eigentlich. Unsere Küche ist so armenisch-kaukasisch angehaucht. Mhm. Fleisch mindestens 24 Stunden eingelegt, bevor das überhaupt auf den Grill geschmissen wird. Genau, unsere Spezialität ist Kalbsfilet. Das ist so stadtbekannt hier bei uns. Also jeder, der reinkommt, muss erstmal unser Kalbsfilet probieren. Okay, das geht über alles. Das geht über alles. Okay, und genau das werden wir jetzt probieren. Genau. Schon echt opfermäßig alleine zu essen, ne? Aber manchmal tut es wirklich gut. Wenn man keinen Bock auf Menschen hat, das habe ich durchaus schon mal gemacht, dann sitzt man sich einfach alleine irgendwo und isst, oder? Was sagst du dazu, Nils? Siehst du es auch so? Das ist auch schon ein bisschen traurig, ja. Will jemand mein Date sein? Ich rieche es schon. Ich rieche das Fleisch. Oh ja. Ein Salat, ein bisschen gesund, muss ich auch sagen. Weil das gerade scharf gesehen. Sie mir was damit Nein, sagen? Alles gut. Dann oh shit. Grillplatte jetzt für zwei Personen. Einmal das Kalbsfilet, halt die Spezialität von uns. Und zurzeit, was auch sehr in ist bei uns und viele das auch mögen, ist unser Hähnchen mit Honig überbacken, in Soja eingelegt und Sesam, so ein Hauch. Asiatischen Flair. Dann wünsche ich dir guten Appetit. Ich danke dir, ich danke euch. Das nenne ich mal eine exquisite Präsentation. Und ich sage euch, dieses Hähnchenfleisch. Ich habe noch nie in meinem Leben so lecker mariniertes, zartes Hähnchenfleisch gegessen wie ihr. Ich wünschte, ihr könntet das riechen. Guckt euch das mal an. Guckt euch das. Könnt ihr das riechen? Für alle Veganer und Vegetarier ein Traum. Könnt ihr das riechen? Also das ist so krass. Nils, bitte probier jetzt ein Stück. Genau, und ich möchte, dass du die Kamera drauf nimmst. Probier bitte ein Stück und guck mich an und sag mir nicht, dass ich kaffe. Und? Alter. Habt ihr gehört? Mhm. Unfassbar. Alles klar. So muss Hähnchen schmecken. Genau so. Leute, mein Bauch ist so voll. Ich kann fast nicht mehr richtig sprechen. Es fällt mir wirklich schwer zu sprechen. Ich habe all diese Spots für euch gekostet und ich hoffe, dass ich euch einen guten Einblick in diese verschiedenen Gastronomiebereiche und vor allem in diese Spots, in diese Restaurants geben konnte. Schreibt mir in die Kommentare, wo ihr schon in Berlin wart, was euch am besten geschmeckt hat und schreibt mir in die Kommentare, wohin ihr von diesen ganzen Spots gerne gehen würdet. Ich habe natürlich das ganze Essen nirgends weggeschmissen. Wir haben es mit dem Team gegessen. Die Hälfte habe ich einpacken lassen. Ist es natürlich verständlich, dass ich nicht alles schaffe aufzuessen. Aber ich wollte euch unbedingt zeigen, wie es aussieht, was ihr bestellen könnt, was für ein Service euch erwartet, was für ein Look euch erwartet, was für ein Ambiente. Und das sind einfach Spots, in denen ich mich unfassbar wohlfühle. Und ich hoffe auch, dass ich dem einen oder anderen gerade Nicht-Berliner einen kleinen Tipp geben konnte. Und ich freue mich ganz, ganz doll auf euer Feedback.
Feedback hinterlasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Jede Woche gibt es ein neues Video, jede Woche Sonntag um 12 Uhr auf meinem Channel. Seid auf jeden Fall am Start, denn die nächsten Wochen werden immer wilder und es kommt immer mehr auf euch zu. Und ich küsse euch ganz, ganz herzlich, fühlt euch ganz, ganz doll gedrückt. Muah! Ich mache immer ganz wenig Sojasauce, ganz wenig, so ein ganz bisschen. Und riecht ganz bisschen Soße. Also Leute, der Laden hat eigentlich noch das... Selbst ist die Frau.